Was geht ab, volle Supporter? Euer Sorb am Start mit einer weiteren abgedrehten Folge Returnal auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und an der Stelle, Freunde, ein dickes Dankeschön erstmal an alle Supporter und Unterstützer da draußen, die die erste Folge unterstützt haben. Lasst auch hier gerne ein bisschen Liebe da, lasst ein Like da, nehmt euch kurz die Zeit, es hilft wirklich sehr weiter, unterstützt mich sehr, motiviert mich natürlich auch sehr hier, mich durch dieses wahrscheinlich knüppelharte Spiel durchzuprügeln. Mal gucken. Freunde, ansonsten natürlich weiterhin Videobeschreibung abchecken für das Gewinnspiel mit meinem Partner Instant Gaming und natürlich auch für meine Social Media Seiten. Wenn ihr Bock habt, auch gerne mal bei einem Twitch-Stream dabei zu sein, findet ihr auch diesen Link dort. So, jetzt werden wir mal schauen, was wir in dieser Folge erreichen und sehen werden. Boah, ein bisschen schnell bin ich unterwegs, alles klar. Okay, guck mal hier, da haben wir direkt was zum Einsammeln. Was Neues. Auch mal das, was auch ganz cool ist, zum Beispiel das Scan kann man umstellen, ja, die Taste, dass man das nicht gedrückt halten muss, sondern nur kurz drücken. Ja, so kleine Sachen, finde ich auch ganz cool. Wahrscheinlich auch das Aufheben kann man wahrscheinlich auch so abkürzen. Das Benutzen von Schlüsseln bewirkt Schaden. Ja, super. Wir gehen aber trotzdem erstmal durch diese Tür hier. Und haben hier direkt das nächste Zeug. Atropisch, was? Atropinisch? Erweitere Waffe mit alternativen Feuermechanismus. Ah, cool. Zum Fokus zielen, halb herunterdrücken. Ah, okay. Alles sieht aus wie, keine Ahnung, oder? Oh, Alter, boah, geil. Das wird noch nützlich sein. Ist ja nice. Man spürt auch direkt hier bei dieser Funktion den Controller. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die Leute, die vielleicht bisher noch keine PS5 haben oder die Leute, die eine bekommen haben, glücklicherweise, ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie ihr bisher den Controller findet, den Einsatz des Controllers. Ich muss ehrlich sagen, in manchen Spielen bin ich noch nicht so super begeistert. Wo ich absolut begeistert war, ist auf jeden Fall Astros Playroom. Ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder das aktive Nachladen verpasst. Da bin ich absolut begeistert, das war mega geil. Alter, ich muss hier weg. Muss ein bisschen aufpassen hier, dass ich nicht direkt schon drauf gehe. Muss nochmal nachchecken, wie das mit dem Überhitzen. Ah ja, genau, okay. Wenn er in der Mitte ist, dann nochmal nachladen. Beziehungsweise den Schussknopf drücken. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, diese Trigger-Stops bei einem Call of Duty oder sowas. Das hat mir zum Beispiel nicht so zugesagt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier gelöst wird. Das soll ja auf jeden Fall auch einen guten Einsatz haben, auch in Zukunft so, wenn ich mal gespannt, was da so alles kommt bei den Games. Hinter mir? Hinter mir war da? Ja. Ah, okay, da oben. Alter, das knallt gut rein, ey. Das knallt gut rein. Verbesserte Sicht. Shedita Calibrator gewährt eine kleine Menge Leistung. Okay, wir nehmen natürlich alles mit, was wir so kriegen können. Ah! Alter, Drecksau. Aber da liegt oben was. Kann man hier hoch? So. Äther ist eine rätselhafte Ressource, die über deinen Tod hinaus bestehen bleibt. Du erhältst Äther durch die Interaktion mit verstorbenen... Okay, alles klar. Gut, danke. Danke. Das ist schon einfach weggeklickt. Nice, nice. Nichts für langsame Leser. Nochmal neue Schlüssel. Hier geht's weiter. Hier unten ist noch irgendwas zum Einsammeln wahrscheinlich. Haben wir hier noch irgendwas Feines? Ich glaube, es wird jetzt hier in dem Game auf jeden Fall sehr viel um Erkunden gehen natürlich. Aber diese alternative Schussmodus gefällt mir sehr gut mit den Zielsuchen und Raketen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, jawohl, Bruder. Her damit. Xenotyp-Waffe gefunden. Ähnelt unserer Karabiner-Technologie. Über Leistung schaltest du neue Waffeneigenschaften und wertefreie Leistung erhältst du durch das Eliminieren von Gegnern. Drücke... Okay. Waffensysteme. Jede Waffe besitzt drei Eigenschaften. Alternative Feuer, Werte und Eigenschaften.
Okay, Altfeuer ist ein alternativer Schießmechanismus, der sich mit der Zeit nachlädt. Werte beeinflussen Waffenstärke und andere Attribute, die den unterschiedlichen Waffen zu eigen sind. Eigenschaften modifizieren und ergänzen sie. Viele Eigenschaften sind zu Beginn gesperrt. Du kannst sie durch Dauergebrauch der Waffe freischalten. Dein Leistungslevel beeinflusst, wie hoch die Werte gefundener Waffen sind. Alternativer Schussmodus. Überladung. Okay, einfach wenn es in der Mitte. Okay, ja, gut. Okay. Ja, gut. Wir müssen natürlich erstmal ein, zwei Stündchen reinzocken, Alter, damit man da sich wirklich ein Bild von dem Game machen kann, oder? Inaktives Gerät. Xenotech benötigt. Oh, okay. Sind das so abprallende Geschosse hier bei der Knarre? Ich habe eine riesige Mauer entdeckt, hinter der sich das Signal des weißen Schattens befindet. Komme nicht über die Schlucht. Passe Ziele vorerst an und untersuche Energiesignal im Wald. Scout-Logbuch, Atropos. Wer hat die Übertragung gestartet? Siehst du den weißen Schatten? Das sollte nur ich kennen. Aber ich höre die Worte wie aus dem Nichts. Hatten die Empfindungsfähigen etwas damit zu tun? Aber woher wussten sie? Ich hoffe, das Signal liefert ein paar Antworten. Auch inaktiv. Kann es sein, dass es vielleicht sogar so eine Art Schnellreisesystem ist? Wahrscheinlich schon, ne? Sieht ein bisschen so aus. What? Ah, da unten. Alter, die knallt rein, die Knarre, ey. Ja, was macht ihr jetzt, hä? Boah, das ist irgendwie... Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sorry, Alter, ich weiß nicht, was los ist, ich bin ein bisschen durcheinander, keine Ahnung warum, es tut mir leid. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass man die Schultertaste zum Zielen nur halb durchdrückt, damit man nicht den anderen... Oh, ich dachte schon, Alter, ich habe mich schon sterben sehen, ehrlich gesagt. Obolithklumpen, brauchen wir da erstmal ein Abbauwerkzeug. Hey, geil. Oh, ausweichen. Rüber. Nice. Wahrscheinlich für Level 5 erreichen wir die Trophäe. Oh, hier ist ja noch einer. Easy going. Geil, Alter. Das Level will man natürlich die ganze Zeit halten, wa? Also bloß nicht treffen lassen. Verdammt, ey. Na, brauchen wir vielleicht echt irgendwas zum Abbauen erstmal. Was haben wir hier Schönes? Waffenleistung. Leistung misst deine Kampffähigkeit pro Zyklus. Du hältst sie von jedem eliminierten Gegner, aber auch durch Gegenstände, die dir entweder Direktleistung bescheren oder deine Leistungsrate beeinflussen. Zum Beispiel, wie viel du durch Kills und Gegenstände erhältst. Dein Leistungslevel bestimmt zudem das Mindestlevel der Waffen, die du in der Welt finden kannst. Das ist ja cool, also je mehr wir das Level hochtreiben, desto besser werden die Waffen direkt sein, die wir finden. Okay, so habe ich zumindest verstanden jetzt. Wie immer, Freunde, wenn ihr irgendwie selber das Game zockt oder euch irgendwo informiert habt oder so, dann gerne Kommentare und mit Tipps und so weiter reinknallen, ja? Also gar kein Problem. Ich werde natürlich hier und da wahrscheinlich ein bisschen im Voraus aufnehmen, aber ich versuche natürlich das zu lesen und dann vielleicht gegebenenfalls, wenn ich es noch nicht selber herausgefunden habe, vielleicht mit einzubinden. Man kann mir ja nur helfen. Ich habe mit Versionen meiner selbst interagiert. Nur fürchte ich, eines Tages werde ich dasselbe aus ihrer Perspektive erleben. Aber sind sie wirklich ich? Oder nur hohle Leichen? Es könnte das Gesicht der Zukunft sein. Xenotech erforderlich. Okay, gehen wir einfach mal weiter, oder? Ich meine, wir haben ja schon Türen gesehen, wo wir den Schlüssel gefunden haben jetzt dafür. Wahrscheinlich, aber ich gehe trotzdem mal ein bisschen weiter voran.
Ich hoffe nicht, dass es irgendwie jetzt gleich in Gebieten endet, wo ich noch zu schwach bin. Und das werden wir dann einfach auf die harte Tour herausfinden, ne? Ja, nee. Vergiss es. Vergiss es einfach. Kann man die abballern? Alle Kinder ist ja komplett Ziel suchen, oder was? Oh, okay. Kommt doch. Permanente Waffeneigenschaft. Jawohl. Geil. Kritischer Treffer. Boah, Alter, die ganzen Symbole auf der Map, die verwirren mich aber am Anfang auch noch ein bisschen. Auch wenn die wahrscheinlich mit der Zeit selbsterklärend sind. Sehr gutes Zeug. Nehmen wir mit. Guck mal, da drüben liegt noch einiges. Hat man später einen Doppelsprung? Wahrscheinlich, wa? Das können wir wahrscheinlich auch nicht abbauen. Zum Reinigen 4 Äther benötigt. Shit, wie kommen wir da ran, ey? Nein! Oh. Ich gehe einfach mal weiter geradeaus. Oh nein. Oh, geil, Jackpot. Doch. Hey, hier fühle ich mich wohl. Hey, mit dem Loot. Loot tut gut. Ist immer noch nicht aktiv. Xenotyp-Technologie an der Leiche eines Empfindungsfähigen entdeckt. Scan weist auf potenzielles Anzug-Upgrade hin. Scheinbar gefahrlos einsetzbar. Systemintegration beendet. Führe Funktionstest durch. Permanente Ausrüstung freigeschaltet. Hermetischer Sender. Cool, dass sie das auch so schnell festgestellt hat, dass es unschädlich ist. Ah, wir können uns teleportieren. Ah, gut. Also, ja, gut. Konnte man, glaube ich, gut erahnen, dass es wirklich Schnellreise-System ist. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Okay. Gut, dann war das auch sinnvoll, dass wir da erstmal nach vorne gestürmt sind. Haben wir hier noch irgendwas? Hier können wir nicht durch, oder? Nee. Okay. Oder ist es wirklich nur teleportieren? Bestätigt. Exakte Teleportation. Ausgang scheinbar voreingestellt. Okay. Also keine freie Schnellreise, sondern doch wirklich nur teleportieren. Okay. Lass mal ganz kurz nochmal im Menü gucken. Was haben wir denn eigentlich mittlerweile alles so eingesammelt? Gegenstände herstellen müssen wir wahrscheinlich immer noch. Sauerstoff, müssen wir uns da irgendwie Gedanken machen später oder was? Zwei Schlüssel, ein Äther, Obolit, Gesundheit, 76%. Ausrüstung, was haben wir denn hier? Reparatur nur. Datenbank. Ja, okay, gut. Erstmal weiter. Erkunden ist ja immer noch der erste Versuch. Quasi. Ja, der eine Tod war ja vorgesehen so vom Spiel. Kann es sein, dass die irgendwie die Luft verschmutzen oder sowas? Diese lilanen Dinger oder irgendwas? Was bewirken die? Kein neuer Gegenstand. Schädlicher Harz. Füllt einen Slot für das Upgrade Max. Unversehrtheit ist allerdings mit schädlicher... Oh, ja, egal. Nehmen wir natürlich. Achso, wir brauchen 3 Äther zum Reinigen. Okay, gut. Aber kann ich es echt nicht aufheben? Ah, ich muss gedrückt halten. Obolit verschwinden 1,5 Sekunden schneller. Okay. Au. Ach so, das sind die Fehlfunktionen? Ah, ich glaube, ich verstehe. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gegenstand herstellen, ist das Negativ-Ding, also die Fehlfunktion, das Benutzen von Schlüsseln bewirkt Schaden, weg.
Wenn wir zwei Verbrauchsgüter einsetzen, dann ist das Obolith verschwinden 1,5 Sekunden schneller weg. Ja? Wahrscheinlich so ist es geregelt. Ah, Bruder, ich lerne, Junge. Boah, langsam, aber sicher, lerne ich, lerne. Alter, ich fühle mich so schlau gerade. Das ist ja unfassbar, das erste Mal in meinem ganzen Leben. Okay, ist halt wirklich die Frage, wie kommt man da hoch? Sieht fast so aus, als hätte man irgendwie da so einen Ankerpunkt oder sowas. Okay, wisst ihr was? Wir gehen aber trotzdem erstmal zurück, da wo die ganzen Türen waren, die verschlossenen. Ach nee, hier kann, genau, hier können wir das ja auch einsetzen, ja? So, gucken, wo wir hinkommen. Stimmt. Nice. Cool. Oh! Okay, okay, okay. Ein Äther. Oder wir haben halt Äther bei diesen Sachen und können die vorher, bevor wir die aufsammeln, heilen, ne? Oder reinigen, besser gesagt. Okay, cool. Also können wir entscheiden, nehmen wir das jetzt einfach auf, haben dann eine Fehlfunktion oder reinigen das Feuer. Aber wir verbrauchen dann unsere Ressourcen. Es ist halt die Frage, das habe ich noch nicht ganz verstanden, da könnt ihr mir vielleicht, wie gesagt, helfen, wenn ihr es schon gecheckt habt oder selber gezockt habt. Diese Schlüssel, also Obolith, Schlüssel, Äther. Wenn ich jetzt sterbe, sind die alle weg oder behalte ich einen Teil oder behalte ich alles? Das ist halt die Frage, weil da müssen wir halt wirklich dann entscheiden, lohnt sich das jetzt schon, die Äther auszugeben oder spielen wir noch weiter, weil ich das gute Gefühl habe, ich überlebe noch länger und hole mir dann krasses Zeug davon. Oder denke ich mir, alles klar, selbst wenn ich sterbe, ein Teil oder so, habe ich noch, weißt du? Ja, das sagst du mir jetzt, dass ich scannen kann oder was? Okay. Das müssen wir noch, vielleicht habe ich das auch schon gelesen, nur überlesen oder so. Hier geiles Alter. Technologie entdeckt, die neue Geräte hervorbringt. Okay. Silphium Fiole groß. Repariert ein. Ja, ja. Ach, guck mal, hier können wir herstellen. Gewährt eine enorme Menge Waffenleistung. Nachladeüberladung. Altfeuer. 10% Schutz, während du das alternative Feuer nutzt. Herstellen. Dick Schaden will ich haben, Alter. Und die Fehlfunktion ist beseitigt. Und ich kann es alles nur einmal kaufen. Das ist, wie gesagt, das ist halt die Frage. Lohnt sich das, die Kohle auszugeben? Wie war das nach dem ersten Tod? Ich glaube, ich habe alles verloren, ne? War das? Oder hatte ich noch ein bisschen was? Shit. Ja, das ist halt das Problem. Ich werde jetzt in den nächsten 15 Stunden wahrscheinlich nicht einmal mehr sterben. Gib die Kohle einfach mal aus. Kann ich schaden, glaube ich. So. Das war's jetzt erstmal. Nicht genug Äther. Moment mal, was haben wir hier? Obsolet-Vorrat. Ein Gerät, das Äther gegen Obsolet tauscht. Unversehrtheit Erweiterung. Maximale Unversehrtheit. Das bleibt aber permanent, oder? Oder auch nur für den Durchgang? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Weil ihr seht ja links unten. Bei der grünen Leiste, wir haben ja schon einen extra Balken bekommen. Ja, wie gesagt, müssen wir mal schauen, wenn ich einmal sterbe, was dann passiert. Nochmal genau. Aber erstmal weitermachen, ja. Hinweise auf rudimentäre Xenotypsprache entdeckt. Momentan fehlen mir die Mittel, diese Xenoglyphe zu entziffern. Was ich auf jeden Fall sagen kann, bisher macht's schon Bock. Und wir befinden uns natürlich noch komplett am Anfang. Fragment der Xenotypsprache entdeckt. Chiffre. Jetzt haben wir eine gefunden. Reicht es schon? Ja. Cool, nice. Übersetzung? Entrückte Brüder? Unerträgliches Leid? Okay, da brauchen wir noch eine, damit wir den kompletten Text. Okay. Übersetzungsgenauigkeit 23% nur. Okay, doch, hier ist dann Schnellreise. Aktueller Standort, T2, ja gut, das müssen wir uns natürlich merken, was T2 jetzt war. Gehen wir hier erstmal weiter. Seltsames Energiesignal entdeckt. Markiere es auf der Karte.
Was passiert mit meinem Anzug gerade eigentlich? Dieses Leuchten. Okay, 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 die halten ein bisschen mehr. Oh, oh, okay. Die halten ein bisschen mehr aus. Die halten direkt deutlich mehr aus. Oh, oh, Alter! Alter, Alter, machen die Schaden. Oh! Okay, die können sich teleportieren. Oh, Alter, 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 Schwede. Oh Gott. Soll ich schon nutzen? Nee, ich, nee, nee, nee. Noch kein. Noch keine Heilung nutzen, ja. Oh, was ist das? Ist er dumm? Ist er ein bisschen dumm, ja. Okay, die sind ein bisschen dumm, ja. Ich heil mich einfach, ja. Scheiß drauf, ich hab keinen Bock jetzt schon zu sterben. Es sei denn, jetzt hier wäre Heilung, hier wäre bestimmt Heilung gewesen, genug, ne? Oh Mann, ey! Okay. Ach. Oh! Drecksau. Von wo bin ich jetzt gekommen, Alter? Von wo? Von da oben, ne? Von hier oben. Hier noch ein bisschen. Gut. Da ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Ey, diese orangen Lichter, da gibt es bestimmt irgendeine Art Greifhaken, oder? Wo man sich dann später langziehen kann. So sieht es zumindest aus. Da bekommen wir bestimmt auch irgendwas später, was wir dann nutzen können, um da durchzukommen. Hier ist auch noch eine Tür. Technologie entdeckt, die die Vergangenheit erfasst. Eine Art Bildarchiv? Die Empfindungsfäden stießen auf dieselbe aggressive Fauna. Irgendwie sieht der hier aus, bisschen wie so ein Elite-Alien aus Halo, Alter. Als hätte er hier so ein Schwert in der Hand, aber das ist eher so eine Axt, ne? Behälter. Ausgerüstet? Waffe wechseln? Nein, auf keinen Fall, oder? Obwohl, die ist Stufe 2. Ist das schlau? Kann ich eigentlich immer nur eine Waffe mitnehmen? Ist das schlau? Ich will eigentlich mein Sturmgewehr behalten, ehrlich gesagt. Sie trafen Schutzmaßnahmen. Das muss Jahrhunderte her sein. Hier drüben haben wir noch das dritte Bild, das ziehen wir uns noch rein und dann machen wir erstmal Schluss für diese Folge, Freunde. Die Fabrikatoren habe ich schon benutzt. Ja, es ist halt die Frage, ist es schlau, die Pistole zu nehmen, weil die Level 2 ist oder lieber auf Sturmgewehr? Ich weiß nicht. Egal, Freunde. Schlau ist es erstmal, hier Schluss zu machen. Und schlau wäre es auch für euch gesehen, einfach ein Like dazulassen. Wenn es euch gefällt, ihr mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Zeigt einfach, dass ihr ein bisschen Bock habt auf das Game. Wir werden es auf jeden Fall noch weiter zocken. Denn ich habe auf jeden Fall Bock, noch ein bisschen weiter reinzuzocken. Weil, ja, wie gesagt, jetzt so 40 Minuten, 50 Minuten ungefähr im Spiel. Bisher macht es Spaß, aber ich will noch ein bisschen mehr sehen, bevor man richtig urteilen kann, ja, auf jeden Fall. Also, schaltet beim nächsten Mal ein. Wir hören uns, haut rein und tschüss.